Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über das Unsealed Spellbook reden. Eine Kiste und Rune, die ihr im Inspirationsbaum findet, die bisher eigentlich relativ unbeliebt war, so ein klein bisschen die Nischenrichtung hatte, die aber ganz gute Einsatzmöglichkeiten auf Toplane findet und auf ganz speziellen Champions. Viel Spaß dabei! Yeah. Gucken wir doch zunächst, was das Unsealed Spellbook macht, und es gibt uns zunächst einmal passiv 25% Cooldown Reduction auf unsere Summoner Spells. 25%, das heißt ein Viertel, ist schon ziemlich viel, bedeutet im Endeffekt, eure Cooldowns von eben Flash oder TP, die 5 Minuten haben normalerweise, werden um 1 Minute 15 reduziert. Das ist viel in League of Legends, das ist wirklich viel. Es bringt also schon mal einen sehr, sehr guten Bonus für beispielsweise einen TP-Nutzer, denn er kann halt dann einfach eine Minute früher nochmal wohin gehen. Zusätzlich dazu bekommt ihr alle 2 Minuten einen Summoner Shard. Dieser Summoner Shard erlaubt es euch, wenn ihr in der Base seid, also auf eurem Spawning Point, dann könnt ihr eure Summoners wechseln. Das heißt praktisch, ihr habt einen Flash gerade, braucht den vielleicht nicht und sagt, ich will jetzt das Ghost benutzen stattdessen, dann könnt ihr das wechseln und ihr habt praktisch diesen Summoner. Jetzt ist im Prinzip das die einzige coole Sache, die das Unsealed Spellbook mitbringt. Ihr habt die Möglichkeit, eure Summoners zu wechseln und ihr habt die Möglichkeit, eure Summoners öfter zu nutzen. Jetzt stellen wir also fest, dieses Unsealed Spellbook, das bringt uns eigentlich nur Cooldown Reduction mit. Das heißt, es hat keine klare Richtung. Wir können nicht sagen, wie Electrocute oder Airy oder vielleicht jetzt Press the Attack, dass das offensiver Natur ist, dass wir damit Schaden machen können. Das können wir eigentlich nicht sagen, denn es hängt immer ein klein bisschen von den Summoners ab, die wir dabei haben. Wir können aber auch nicht sagen, es ist rein defensiv, wie Exhaust, weil wir nicht im Resolve-Baum sind, weil wir keine Aftershock-Rune oder sonst irgendwie Guardian-Rune haben. Nein. Aber Unsealed Spellbook ist einfach die flexibelste Rune, die man mitnehmen kann, wenn man nicht weiß, wohin es geht. Wir nehmen mal als Beispiel einen Toplaner. Ein Toplaner, der möchte ganz gerne mal mit Flash Ignite starten. Mit dem Ignite hat er einen klaren Kill-Pressure auf den Gegner normalerweise, weil er halt einfach diesen extra Schaden hat. Er könnte vielleicht auch super greedy mit Exhaust Ignite starten, das hat man auch schon ab und an gesehen, und dann hat man den Vorteil, dass man den gegnerischen Schaden minimiert mit Exhaust und gleichzeitig extra Schaden anrichtet mit dem Ignite. So, und jetzt hat man über das Unsealed Spellbook die Möglichkeit, über diese Summoner Shards, dass man später die Summoners tauscht. Man kann das Exhaust wegmachen und dafür den Flash nehmen, man kann das Ignite entfernen und dafür den Teleport mitnehmen. Das wären halt so übliche Maßnahmen, die man da ergreifen kann. Oder auch ganz grob gesagt, mal ein Vladimir gedacht, der spielt unfassbar gerne in der Mitte mit einem Flash und einem Ghost. Diesen Ghost kann er später vielleicht durch Teleport tauschen. Denn Teleport ist insgesamt ein Zauber, der sehr, sehr viel Variabilität bedeutet. Er kann sehr offensiv, er kann sehr defensiv genutzt werden. Er kann mal für einen Flank benutzt werden, wenn man einen guten Ward zieht und dann das gegnerische Team flanken kann. Oder man kann damit einen Split-Push spielen. Man kann auf die Botlane gehen, dort durchpushen, und wenn die Gegner dann Richtung Baron gehen oder man den Baron verteidigen muss, dann geht man mit dem TP dorthin. Also insgesamt ist einfach diese Keystone-Rune ist Flexibilität hoch 3. Und wer meinen Content regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich bisher jetzt in der Preseason noch kein einziges Mal einen Supporter auf Unsealed Spellbook getestet habe, weil ich persönlich einfach diese Spielweise nicht mag. Das ist nicht unbedingt mein Ding, aber tatsächlich ergab sich gestern in meinem Stream eine Situation, den findet ihr jetzt in der Infokarte, war ein YouTube-Stream, da könnt ihr jetzt auch gerne 5 Spiele durchgucken, ergab sich die Situation, dass ich gesagt habe, ich teste das einfach mal auf Rakan. Denn Rakan ist einer der sehr, sehr seltenen Champions, wo eigentlich keine Keystone-Rune wirklich perfekt ist. Und damit meine ich wirklich perfekt. Natürlich kann er auf Airy spielen und ein bisschen Schaden machen. Natürlich kann er auf Guardian spielen und den Partner ein bisschen beschützen. Aber er kann auch dieses Unsealed Spellbook sehr gut nutzen, weil er so ein bisschen der Playmaker ist. Er ist ein bisschen Tank, er ist der Engage, er ist der Peel, er ist alles. Und Champions, die alles in irgendeiner Art und Weise sind oder die etwas nicht perfekt nutzen können, die nehmen ganz gerne auch mal das Unsealed Spellbook mit. Und ich muss sagen, es hat geholfen, tatsächlich. Ich bin anfangs losgezogen, hatte Ignite dabei, in der Lane mäßiger Erfolg. Im späteren Verlauf war die gegnerische Katarina und Twitch, glaube ich, so ein klein bisschen gefeedet. Und dann habe ich mein Ignite gegen Exhaust getauscht. Und siehe da, im späteren Verlauf war es durchaus auch mal lebensrettend, dass ich Exhaust dabei hatte. Also im Prinzip ist es sehr gut eine Rune, die man nutzen kann, um zu sagen, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ich weiß nicht,
nicht, wie das Spiel läuft. Und da kann man das ganz gut mitnehmen. Und falls ihr euch jetzt noch fragt, welche Champions nehmen das sonst denn noch so mit? Nun, Iron ist da auch ein sehr spezieller Fall, der nimmt es auch ganz gerne mal mit. Denn Iron, ja, hat auch keine wahre Identität, was die Keystone-Runen angeht. Aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen Kandidaten, die das aktuell mitnehmen. Denn wenn wir auf die Top-Lane gucken, und ich habe es ja auch gerade schon gesagt, da gibt es diese Vorteile, dass man Ignite, TP etc. mitnehmen kann. Aber es gibt halt ein paar Champions, wo man wirklich sagen muss, ja, die funktionieren zwar mit Presti Attack, ganz gut, vielleicht Fleet Footwork, vielleicht Airy, ist ganz alles mal ganz schön, hat noch ein bisschen Schaden, aber wenn ich jetzt halt auf Renekton, auf Irelia und auf Riven gucke, ich blende es euch hier nach und nach jetzt mal ein, dann sehe ich hier doch ganz klare Trends und ich habe mir hier drei Pros rausgesucht. Bubbling mit Irelia, Kabojan mit Renekton und Kabun mit Riven. Bei Kabun sieht man auch ganz gut, Riven kann man auf vielerlei Arten und Weisen spielen, aber er hat früher ganz gerne Electrocute gespielt und ist dann auf Kleptomancy und Unsealed Spellbook gewechselt, weil es im Prinzip einfach ein bisschen angenehmer zu spielen ist. Man hat anfangs, weil man möchte mit diesen drei Champions anfangs Pressure haben. Bei Irelia jetzt nicht so sehr, bei der möchte man zwar schon die Kill Pressure haben, aber bei der möchte man in irgendeiner Art und Weise auch versuchen, anfangs ein bisschen mehr rauszuholen, damit man leichter an die Trinity kommt. Bei Renekton ist man ganz klar ein Lane Bully. Man möchte den Gegner sowas von der Lane wegdrücken und ihn töten, dass nicht mehr feierlich ist. Aber später ist man nur noch ein riesiger Fleischball und hat seine W-Fähigkeit, um einmal jemanden zu stunnen. Beziehungsweise auch die E, um Rüstung zu reduzieren, aber ich glaube nicht, dass Renekton-Spieler da so drauf achten, um ehrlich zu sein. Also muss Renekton im späteren Verlauf den TP haben, damit er ja, Flank-Plays machen kann oder auch Split-Push-Plays machen kann. Und gerade bei Kabojan sieht man, dass wir sehr oft ein Split-Push-Bild haben, beziehungsweise auch meistens einen sehr tankigen Bild. Ich habe hier auch Blade of the Rune King auf einem Renekton gesehen, aber das ist tatsächlich ein Split-Push-Bild. Ja? Das ist tatsächlich so, der war gefiedelt und spielt dann Split-Push. Ist auch vollkommen in Ordnung, aber dass man eben so flexibel auf alles reagieren kann, ist halt eine coole Sache. Insgesamt muss man halt auch sagen, wenn man Unsealed Spellbook dabei hat und ein paar Cooldown Reduction Sachen noch mit reinpackt, wie zum Beispiel die ionischen Schuhe, die sind da sehr wichtig, denn die Cooldown Reduction der Summoners, die ist additiv. Das heißt, ihr bringt 25% von Unsealed Spellbook mit und kriegt durch die ionischen Schuhe nochmal 10% mit und seid dann auf 35%. Gut, die Toplaner, die nehmen wahrscheinlich in den meisten Fällen eher die Ninja Tabis mit oder die Mercurys, je nachdem, was man in dem Matchup braucht. Aber wenn ihr jetzt tatsächlich mal Iron oder Rakan oder sowas drauf testet, dann nehmt ruhig da auch die ionischen Schuhe mit, denn mehr Cooldown Reduction auf den Summoners ist eigentlich eine coole Sache. Die 5%, die man dann noch von Cosmic Insight im Inspirationsbaum extra mitnehmen kann, drücken das Ganze dann auf 40% runter und hinterlassen damit dann eigentlich Flash und TP bei einem Cooldown von nur 3 Minuten. Wir drücken das Ganze von 5 Minuten auf 3 Minuten. Heißt jetzt hat für einen Rakan doch öfter mal diesen Flash Ulti Engage, der absolut nicht dodgebar ist, wenn man dann den richtig runterspielt und ist damit auch echt tödlich. Testet von mir aus gerne mal aus, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr von dem Unsealed Spellbook hält. Ich persönlich, ich muss mich echt dran gewöhnen, es scheint ganz cool zu sein, auf Rakan hat es sich gut angefühlt und wie gesagt, in der Infokarte findet ihr dazu nochmal den Stream, dauert 4 Stunden, nehmt euch ein bisschen Zeit mit. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat, falls ja, Abo und Like und Empfehlungen helfen mir immer sehr, sehr, sehr viel und dann würde ich mich drüber freuen, wenn ich das nächste Mal euch wiedersehe. Bis zum nächsten Mal, tschüss gemiss.